Wow, was ein Intro. Und damit herzlich willkommen zu Let's Show Mario Power Tennis für die Nintendo Wii U. Das Spiel erschien 2004 für den Nintendo GameCube und im Jahre 2009 hat Nintendo sich gedacht, das ist doch ein Spiel, das könnte man gut auf die Wii Family, ne? Und die Wii Control Motion einbringen. Also erschien das Spiel 2009 unter dem Titel New Play Control für den Nintendo Wii. Und ich muss sagen, das war ein guter Schritt. Ich spiele das Ganze jetzt auch in der Wii-Version. Und in diesem Let's Show werde ich euch ein Turnier zeigen und ein Minispiel. Das Turnier werde ich mit den... Nehmen wir da, ne? Nehmen wir schon welche da. Den finden wir denn cool. Machen wir doch mal ein... Machen wir mit Koopa im Einzel. Ups. So. Das war ein bisschen laut. Gut. Wir werden natürlich ein World Open Turnier machen. So. Das Ganze steuert sich eigentlich ziemlich leicht. Ich denke, jeder von euch kennt Wii Sports. Und die Steuerung von diesem Tennis hier ist im Prinzip ganz genauso. Und ich muss sagen, das Coole an dem Spiel ist, die Siegerehrung. Die Siegerehrung sind pro Charakter anders. Und das ist ziemlich cool. Warum bin ich so blöd, Alter? Na, ich habe das Spiel schon länger nicht mehr gespielt. Naja, gut. Da habe ich so ein kleines Alibi, würde ich mal behaupten. Und das ist das Spezielle an diesem Spiel. Die Power-Attacken. Die sind auch natürlich pro Charakter unterschiedlich. Und das ist ziemlich cool. Muss ich sagen. Das ist echt ziemlich cool. Deswegen heißt es auch Mario Power Tennis. Logischerweise. Klar. Und die Geräusche von dem Spiel, die auf der Wii dann selber rauskommen. Oh, die sind episch. Die sind richtig episch. Ich muss sagen, momentan habe ich Zeit, ein paar Videos aufzunehmen. Da habe ich mir gedacht, ach, komm, mach mal das hier mal ins Let's Show. Das könnte voll cool werden. Und das ist eins der wenigen guten Mario Tennis Spiele, muss ich sagen. Hier, Mario Tennis Ultra Trash für die Nintendo Wii U. Das ist ja komplett scheiße. Der 3DS Teil, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der muss, glaube ich, auch echt gut gewesen sein. Und ja. Ja, hier haben wir keine speziellen Dinger. Aber passt schon. Das passt schon. Erstes Match gewonnen, jetzt sind wir im Halbfinale. Da brauchen wir nicht speichern. Gegen Daisy. Da muss ich euch mal eine Story erzählen. Mein Bruder stand früher auf Daisy. Oder was, Peach? Ne, Daisy war's. Genau. Mein Bruder stand auf Daisy. Das ist mein Bruder heute so. Das war vor. Ich habe das Spiel 2009 bekommen. Kurz nach Release, also. Oh, ist schon einige Zeit. Der war da 6 Jahre alt, also. Möge man es ihm verzeihen. Möge man es ihm verzeihen. Meine Skills sind auch etwas eingerostet, muss ich sagen. Ich habe das Spiel schon voll lang nicht mehr gespielt. Ah, das war Skill. Und das Finale hier im Hills Cup, sage ich jetzt mal, ist ein Dreisatz-Game. Im Blumen Cup auch und im Stern Cup ein Fünfsatz-Game. Und es wird immer schwieriger. Ich werde euch aber heute hier nur den Pilz Cup zeigen. Denn, ich würde mal behaupten, die zwei. Ich meine, das Spiel hat ein ellenlanges Intro. Das wohl gefühlt längste Intro der Welt. Ich frage mich, warum das Intro so lang sein muss. Aber, das war ein cooles Intro, muss ich sagen. Ich fand das Intro cool. Und schon sind wir im Finale. Das ging ja schnell. Das ging mir schon fast zu schnell, wenn ich ehrlich bin.
Und im Finale gegen Waluigi oder gegen Shy Guy. Natürlich Shy Guy. Waluigi ist auch eine Flasche in diesem Spiel. Der hat zwar eine coole Power-Attacke, aber... Ja, hier Dreisatz. Dreisatz ist zu viel Mathematik. Der war flach. Ich hoffe, ich werde ihn mal eben ganz schnell auseinandernehmen. Bam, Schmetterball. Immer wenn da so ein Stern unter einem erscheint, kannst du einen Schmetterball machen, wenn du es richtig machst. Oh, das war ein schnelles Spiel. Geht schon wieder. Ich muss auch ehrlich sagen, hier im Pilz Cup, also der erste, ist halt auch der leichteste, ne? Der Blumen Cup ist auch noch recht leicht, aber beim Stern Cup, oh, das wird schon knackig. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, Shy Guy. Der war nicht schlecht. Und man kann ja auch ein paar Charaktere freischalten. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wie man das freischaltet, aber ich kann euch sagen, wen man freischaltet. Also zum einen schaltet man, kann man Fly Guy freischalten. Ja, Fly Guy. Ist jetzt nichts Besonderes. Aber ein Fly Guy mit Propeller, ne? Schon cool. Und dann kann man Mutant Tyrannia freischalten. Die hat auch eine coole Power-Attacke, muss ich sagen. Die nimmt den Ball in sich auf und spuckt ihn mit Schleim wieder raus. So, das ist generell, das Spiel ist so ein bisschen an Mario Sunshine angelehnt. Das werde ich euch auch gleich zeigen, warum. Ich meine, das Spiel kam zur GameCube-Zeit raus. Und zur GameCube-Zeit war Mario Sunshine halt extrem in. Und ja. Gut. Das Spiel hat sehr viele Zwischensequenzen. Ich hab schon Championship bald. Oh Gott. Okay, das war clever. Der Steiger hätte seine Spezialattacke gar nicht machen können. Und jetzt habe ich Championship bald. Kann ich gewinnen. Mit einem Return-Winner werde ich Sieger des Turniers. Das ist schön. Mutant Tyrannia habe ich gesagt, kann man freischalten. Dann kann man Wiggler freischalten. Ja, stellt man sich vor. Wiggler? Wieso Wiggler? Wie geht das? Keine Ahnung. Hier guckt euch diese coole Siegerehrung an. Oh, ich mag das. Ich mag die Siegerehrung, die sind cool. Gut. Nein, wir wollen kein Spiel. Und der vierte Kara, den man freischalten kann, den weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Nee, weiß ich nicht mehr, welcher das war. Wie gesagt, jetzt werden wir hier mal so ein paar Minispiel machen. Mit Yoshi. Yoshi ist in diesem Spiel mein Lieblingskarre. Ich glaube, wir werden... Wir machen jedes Minispiel einmal, ja? Ich habe ernsthaft nur bis Diddy Kong gespielt. Wir machen aber nur das erste, komm. Dann müssen wir mit Farbklecksen das jeweilige Bild da einfärben. Ich spiele das Ganze gerade auch nur am Wii U Gamepad, weil ich habe den Fernseher nicht an. Das ist für mich halt echt schwierig jetzt gerade zu sehen, wo was hin muss. Ja klar. Nicht gut, Alter. Da ist nur noch weiß. Das war doch. Oh Yoshi, komm. Wir müssen da noch die Augen oder da ganz oben die Mütze treffen. Na, ist das denn so schwer?
den Ball hochzukriegen, ne? Yoshi kriegt keinen hoch. Oh Gott. Das Spiel kannst du tatsächlich auch zu zweit spielen und zu zweit macht das viel mehr Spaß. Da steht jeder auf einer Seite und muss einfärben. So geht das natürlich auch recht schnell. So kann das durchaus schneller gehen. Weil jeder sich halt nur auf eine Seite konzentriert. So macht das auch, wenn ich ehrlich, viel mehr Spaß. Generell das Spiel mit zwei Spielern zu spielen, macht durchaus Bock. Vor allem, wenn man zwei gute Spieler ist, kannst du Gegner in einem normalen Match oder so auf schwierig stellen und ja, es passt. Hallo, Yoshi, jetzt stell dich nicht so an, bitte. Mario ist doch das Leichteste, also... Oh Gott. Schwingen die Fee senkrecht? Ach so, senkrecht nach oben? Oh. Okay. Okay. Ja, das war jetzt nicht gut. Das war nicht gut. Ah, Terror-Tennis. Erledige die Geister in den Bildern. Hol dir die in 60 Sekunden 20 Punkte. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Ah, kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Das ist natürlich an Luigi's Mansion angelehnt. Das ist jetzt nicht so schwer gewesen, wie man sehen kann. Geschafft. Dumme Dämonen. Glückwunsch. Ah, wird jetzt gespielt. Machen wir nächstes Spiel. Oder warte, müssen wir es direkt machen? Nein. Ah, okay. Drei gewinnt. Das ist jetzt die Map, die hier an Piazza Delfino, die an Sunshine angelehnt ist. Und es gibt, da kann man halt auch so drauf spielen. Das ist voll cool. Reihe Insignien aneinander und hole in 60 Sekunden. Wie viele Punkte? 20 waren es? 10. Ich mache einfach mal. Das müsste schon gewesen sein, ne? Oh, wir haben sogar 11. Nice. Ja, Glückwunsch, danke. Vielen Dank. Jo, können wir behaupten. Weiter geht's. Mit Hundefutter. Füttere die Ketten nur um Punkten. Ich glaube, das dauert lang. Ich glaube, das dauert lang. Wo stehe ich denn? Okay, ich bin blau. Yay.
Punkte. Punkte sind gut. Wir nehmen das. Nehmen das. Bam. Und nach Curveball. Wir nehmen das. Wasserball. Bam. Sollte ich gewinnen. Mario hat nur das 5 Punkte gekriegt. Hahaha. Das war gut. So. Dann 30 Punkte. Also es war nicht so schlecht. Das würde ich mal sagen, war nicht so schlecht. Also ich hab gewonnen. Ja, klar. Großer. Egal. Das ist auch nochmal ein Zahnschein angelehnt an diesen Hafen. 5 Ballwechsel ohne Tabufelder zu berühren. Ist das machbar? Ist das machbar? Jetzt ist die Frage, was sind die Tabufelder? Ach, das sind die in X gekennzeichnet sind, oder? Ah, es war jetzt nicht so schwierig. Ah, das haben wir geschafft. Sehr schnell. Okay, cool. Können wir direkt zum nächsten Minispiel gehen. Und die können wir natürlich jederzeit, klar, in einer schwierigen Stufe machen. Und das finde ich cool an dem Spiel. Das finde ich halt das cool an dem Spiel. Es ist sehr abwechslungsreich. Es gibt schon eine Langzeitmotivation. Manche Sachen sind halt echt nicht leicht. Das und... 2 haben wir noch. Ballonbeiß. Angst. Du gewinnst, wenn du die Ballons von C Klapptraps schützt. Müssten die Krokodile sein. Aha. Das ist nicht so leicht, hallo. Ich kann die auch direkt abschießen. Ja, geil. Nein, ich verliere das. Das ist echt nicht so leicht. Und da fehlt ein längeres Video werden. Wollen wir irgendwas noch frei schaffen? Wer war das für ein Ball? Oh, so gerade eben. Das war nicht leicht. Das war echt nicht so leicht. Ich probiere. Nee, das mag ich nicht. Das mag ich nicht, die Mission. Die mag ich nicht. Das Minispiel mag ich nicht. Jetzt machen wir noch das Robo-Bowser-Duell. Allerdings auch von allen. Das ist nicht so schwierig, glaube ich. Schlage dem Robo-Bowser die Bob-Bombs und Unwesen in die Ohren. Boah, das geht tatsächlich.
alles was kommt, einfach schlagen. Gut. Nice. Das war's auf jeden Fall mit dem Let's Show. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen in das Spiel reinbringen, als es euch zeigen. Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel wirklich. Das ist echt cool. Und ich hoffe, ihr schaltet bei meinem nächsten Let's Show oder Let's Play oder Video oder generell wieder ein, wenn es heißt, willkommen zurück. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.